Thomas Müller ist einzigartig, ne? Er ist einfach eine feste Größe bei uns und es ist natürlich bei so einem Verein wie Bayern München, aber vielleicht auch mal bei der Nationalmannschaft, kann auch mal vorkommen, dass man nicht gerade mal nicht spielt. Ich hoffe natürlich, dass auch Bayern sich bewusst wird, dass er einfach eine Identifikationsfigur des Vereins ist. Also ich würde mir wünschen als Verein, dass man sagen muss, der muss spielen, ja, weil er einfach, für ihn kommen die Leute ins Stadion, er hat unglaublich viel erreicht und er hat eine unglaublich hohe Qualität. Und gerade als Stürmer brauchst du natürlich auch ein bisschen Rückendeckung. Er ist 90 Minuten da, gibt nie auf, treibt an, ist für die Mannschaft da und deswegen ist er bei uns ein ganz wichtiger Spieler und ich bin auch fest davon überzeugt, dass er ähnlich wie auch die anderen deutschen Nationalspieler bei Bayern München eigentlich das Fundament sind, die Achse sind, die irgendwo auch für Erfolg garantieren. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, auch als Persönlichkeit, als jemand, der die Mannschaft antreiben kann, dass er dort bei Bayern sich durchsetzen wird. Das ist für mich gar keine Frage. Das zeichnet ihn ja auch wieder aus, dass er selbst in solchen Situationen, wo er eigentlich das Tor vielleicht machen könnte, dann trotzdem die beste Möglichkeit sucht und vielleicht auch mal ablegt und sagt, viel wichtiger ist, dass wir gewinnen, als dass ich jetzt ein Tor mache. Seine Gemütslage ist von Haus aus eigentlich sehr positiv. Ich glaube, ihr alle wisst, dass der Thomas ja immer ein lustiger Vogel ist und immer ein Späßchen auf Lager hat und so ist es auch hier bei der Nationalmannschaft und bei Bayern ist er, auch wenn er jetzt nicht gespielt hat, ist er trotzdem für die Mannschaft extrem positiv und auch wichtig. Also da gibt es andere Spieler, die sich in so einer Situation vielleicht ganz anders verhalten würden.